Was ist, wie funktioniert und was bringt überhaupt Earthing? Jetzt gibt's die Antwort. Hallo, ich bin's Vladi vom Earthing-Zentrum. Earthing ist die direkte, also elektrische Verbindung mit der Erde, entweder über die nackte Haut, aber auch wenn man Socken auf seinen Füßen trägt, die aus elektrisch leitfähigen Materialien bestehen, wie zum Beispiel Baumwolle, oder auch wenn man eine Jeans trägt und sich auf den Boden setzt und diese ebenfalls aus Naturfasern, wie zum Beispiel Baumwolle, bestehen, dann können die Earthing-Effekte auch übertragen werden. Auch wenn man einen elektrisch leitfähigen Stab in die Erde steckt und diesen Stab mit einem Kabel verbindet und dieses Kabel an einen Menschen anschließt, dann werden die Earthing-Effekte ebenfalls übertragen. Diese Verbindung kann beispielsweise durch ein Erdungsarmband, welches an den Erdungskontakt der Steckdose angeschlossen ist, hergestellt werden. Einfach gesagt ist Earthing der elektrische Kontakt zum Erdboden. Was bringt die elektrische Verbindung zum Erdboden? Erstens werden freie, also ungebundene Elektronen in den Körper transportiert und diese besitzen eine negative Ladung, was vielfältige gesundheitliche Vorteile für den Körper bietet. Antioxidantien wie zum Beispiel Vitamin C versorgen uns ebenfalls mit Elektronen. Dadurch können beispielsweise positiv geladene freie Radikale unschädlich gemacht werden. Ein Überschuss an freien Radikalen entsteht beispielsweise durch Umweltgifte, wie zum Beispiel Abgase, Stress und gesunde Ernährung. Und diese freien Radikale sorgen für Gewebeschäden, frühzeitige Alterung, Krebs, Erschöpfung, Schmerzen und chronische Entzündungen und noch viele weitere gesundheitliche Probleme. Earthing stellt dem Körper so viele Elektronen zur Verfügung, sodass diese ganzen freien Radikale, welche durch die moderne Lebensweise entstehen, komplett neutralisiert werden können. Zweitens werden durch Earthing natürliche elektromagnetische Schwingungen in den Körper geleitet. Diese Schwingungen geben all unseren Vorgängen im Körper ihren Standardwert. Als Vergleich wäre der Standardwert bei der Höhe der Meeresspiegel, also dort, wo die Höhe 0 Meter beträgt. Unser Körper benötigt ebenfalls einen natürlich vorgesehenen Standardwert für seine bioelektrischen Systeme. Das Herz-Kreislauf-System, die Muskeln, das Gehirn und die Zellen sind alle elektrisch gesteuert. Durch Earthing stellt man also den von der Evolution beabsichtigten Ausgangswert für den Großteil der Körperfunktionen her. Es ist sozusagen unsere optimale Werkseinstellung. Earthing ist also essentiell für die Gesundheit und normale Körperfunktion. Deswegen ist es nie verkehrt, sich mit der Erde zu verbinden. Es ist eine Heilung, die jedem einfach zur Verfügung steht. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass den Daumen nach oben gehen und damit wünsche ich dir noch einen perfekten Tag.